Schön, liebe Zuschauer, dass wir heute wieder gemeinsam auf Zeitreise gehen wollen. Ich stehe hier übrigens am Rostocker Weißen Kreuz. Es hat sich vieles getan, Neubauten, aber ältere Zuschauer werden sich ganz bestimmt erinnern. Hier an dieser Seite stand einmal der frühe Gasthof aus Rostock oder im Rostocker Vorgebiet, muss man genauer sagen, zum Weißen Kreuz. Und in diesem Gasthof, da gab es gar eine Kinkelecke. Nun werden Sie sich fragen, was hat Rostock mit dem Führer der badischen Revolution von 1848 zu tun? Ganz einfach, Zeitreise schauen. Wir schreiben das Jahr 1850. 2 Jahre war es nun her, dass sich im Frühjahr des Jahres 1848 bürgerliche Revolutionäre in Deutschland, angeregt von den Pariser Februarereignissen, von den feudalen Machthabern im Deutschen Bund beträchtliche Zugeständnisse ertrotzt hatten. Auch in Rostock kam es damals zu leichten Unruhen, was ein Aufruf des Rates an die Rostocker Bevölkerung belegt. Der verängstigte Großherzog in Schwerin, Landesherr Friedrich Franz II., genehmigte nun, einen verfassungsgebenden Landtag einzuberufen, dessen erster Präsident ein Rostocker war, der Advokat Moritz Wiggers. Doch die Revolution scheiterte. Die reaktionären Kräfte, die alten Machthaber, begannen mit Verurteilungen durch Standgerichte, wie bei Robert Blum. Dieser war Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Im darauffolgenden Jahr gab es dann eine Kette von Straf- und Hochverratsprozessen gegen die Demokraten in allen deutschen Ländern. Zu den Gefangenen gehörte auch der badische Freiheitsdichter Gottfried Kinkel, ein Märtyrer der Revolution, der in der Festung Spandau einsaß. Ein anderer badischer Revolutionär war Karl Schurz, der an der Seite von Kinkel stand. Baden war ein Zentrum der 48er Revolution. Nach dem sogenannten Hecker-Aufstand im April wurde Kinkel erstmalig verhaftet, aber wieder freigelassen. Den letzten Kampf der badischen Revolutionsarmee gab es um die Festung Rastatt. Es war die letzte Bastion der Revolutionäre. Im Juli 1849 erfolgte die Kapitulation. Nach der Niederlage wurde Kinkel erneut verhaftet. Schurz gelang es von der Festung über den Rhein nach Frankreich und darauf in die Schweiz zu fliehen. 1850 reiste Schurz unter falschem Namen nach Berlin und plante dort die Befreiung seines früheren Professors an der Bonner Universität, Gottfried Kinkel. Der erste Ausbruchsversuch in der Nacht vom 5. zum 6. November 1850 scheiterte. Doch in der darauffolgenden Nacht glückte der zweite Anlauf, aus der Zitadelle Spandau zu entkommen. Eine Kutsche stand dafür bereit. Die Flucht hatte Karl Schurz vorher über den damals ruhigen und eher abgelegenen Hafen Rostock geplant. Am frühen Morgen erreichten sie mit Dannenwalde den ersten Ort in Mecklenburg-Strelitz. Weiter ging es über Fürstenberg nach Strelitz. Dort wurden sie bereits von ihrem Freund und Helfer Dr. Karl August Petermann erwartet. Er war Führer der Demokraten im Zwergstaat Mecklenburg-Strelitz und ein Freund von Moritz Wiggers, selbst früherer Landtagskollege. Die nächsten Stationen ihrer Flucht waren Neubrandenburg, Staffenhagen, Malchin und Teterow. Mitten in der Nacht ging es weiter über Lage nach Rostock, wo sie dann zu dritt morgens gegen 7:30 im Gasthaus zum Weißen Kreuz ankamen. Lange Zeit gab es später dort, zur Erinnerung, eine sogenannte Kinkelecke. In der Kostfelder Straße 22 wohnte Moritz Wiggers in seinem Haus. Am Morgen des 8. November wurde er von seinem Freund Dr. Petermann früh geweckt und über die Flucht informiert. Sofort war auch Wiggers zur Hilfe bereit. Sein Freund Kaufmann Blume aus der Hartenstraße 11 kutschierte bald darauf die beiden Flüchtlinge vom Mühlendamm kommend und aus Gründen der Sicherheit über die umliegenden Dörfer nach Warnemünde. Eine richtige direkte Straße nach Rostock gab es zu jener Zeit um 1850 auch noch nicht.
Man gelangte so nur über Dietrichshagen an den Strom von Warnemünde. Hier wurden sie unter falschem Namen in Wöhlerts Gasthaus, dem zweitältesten Haus des Ortes, dem späteren Haus des Sports, am Strom, Ecke Rostocker Straße, einquartiert. Heute erinnert daran noch eine Tafel an der Hauswand. Es war die Warnemünderin Katharina Kräft, die hier Gottfried Kinkel, die bei der Flucht aus Spandau zerschundenen Hände, versorgte und verband. Um aber die Flüchtlinge außer Landes bringen zu können, suchte nun Wickers umgehend den Rostocker Reeder und Großkaufmann Ernst Brockelmann auf. Dieser war mit seinen 5 Fabriken und Manufakturen im Lande, wozu zum Beispiel auch die Brockelmannsche Maschinenbauanstalt in Güstrow sowie Rostocks größte Korrespondenzreederei gehörten, einer der bedeutendsten Unternehmer seiner Zeit in ganz Mecklenburg. Er hatte seinen Wohnsitz in einer Villa vor dem Mühlentor. Auch er war in den Revolutionsjahren Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung. Brockelmann öffnete sein Haus und bot den Flüchtlingen seine Unterstützung an. Auch für ihn standen Freiheit und Vermögen auf dem Spiel. Im Stadthafen machte er seinen kleinen 40-Lasten-Schoner, die kleine Anna, Segler, um möglichst schnell beide Flüchtlinge nach England übersetzen zu lassen. Noch aber konnte man nicht in See stechen. Auf der Ostsee herrschten die Novemberstürme und somit war es für einen kleinen Segler viel zu gefährlich. Doch mittlerweile wurde nach den Flüchtlingen nicht nur in Preußen gesucht. Auch die Polizei in Rostock war sehr aktiv. Am Sonntag, dem 17. November 1850, war es dann soweit. Nachdem die Flüchtlinge zwischenzeitlich noch einmal 9 Tage in Rostock verweilten, kehrten sie wieder zurück nach Warnemünde. Hier konnten sie den abfahrbereiten Segler besteigen und kurz darauf in See gehen. Aus Sicherheitsgründen ging es vorbei am östlichen Dänemark, Kopenhagen, Südnorwegen, über die Nordsee nach England. Ihr eigentliches Ziel war dort Newcastle, im äußersten Nordosten. Mehrere Tage äußerst schwerer See brachte das Schiff leicht vom Kurs ab. Am 1. Dezember erreichten sie mit dem schottischen Edinburgh ihren neuen Zielhafen. 1851 folgte Kinkels Frau Johanna mit den 4 Kindern ihrem Mann ins Exil nach London. Sie war eine bekannte Komponistin, Schriftstellerin, Journalistin und auch Frauenrechtlerin. Es hatte sich herumgesprochen, dass sich nun auch noch Kinkel und Schurz, wie viele andere frühere Kräfte der 48er Revolution, im sicheren Ausland befanden und den Reaktionären in Deutschland entwischt waren. Ihre Befreiung war zugleich auch eine symbolische Handlung, die zeigte, dass diese reaktionären Kräfte nicht völlig gesiegt hatten. Entsprechend groß war die Empörung bis hin zum König. Der preußische Staat war bloßgestellt, ja, lächerlich gemacht worden. Was aber passierte danach in Rostock? Moritz Wickers wurde zwar im Dezember 1850 in der Ausbruchs- und Gefangenenbefreiungssache Kinkel-Schurz von der Polizei vernommen. Dies blieb aber ohne Konsequenzen für ihn. Jedoch im Mai 1853 wurde er mit seinem Bruder Julius Wickers in den Rostocker Hochverratsprozess verwickelt. Wegen dieser Vorwürfe saß Wickers zwischen 1853 und 57 für 4 Jahre im 1839 erbauten Gefängnis Bützow-Dreibergen in Untersuchungshaft. Großherzog Friedrich Franz II. Begnadigte den zu weiteren 3 Jahren Haft Verurteilten schließlich im Oktober 1857. Das verhängte Berufsverbot als Anwalt und Notar blieb jedoch bestehen. Das hinderte die Rostocker aber nicht, Moritz Wickers 1867 in den Reichstag des Norddeutschen Bundes und später 1871 in den Reichstag des Deutschen Kaiserreiches zu wählen. Er schrieb eine große Zahl politischer und volkswirtschaftlicher Schriften, besonders über mecklenburgische Verhältnisse. Rostock 1894.
Im Alter von 78 Jahren starb er in seiner Heimatstadt. Gottfried Kinkel blieb 16 Jahre lang im Exil in London. Seit 1852 wirkte er dort als Professor für Literaturgeschichte am Bedford College. 1858 starb seine Frau. Noch im gleichen Jahr gab er die deutschsprachige Zeitung Hermann heraus, deren erster Chefredakteur er kurzzeitig wurde. 1860 heiratete Kinkel erneut. Im darauffolgenden Jahr hielt er im South Kensington Museum im Auftrag der Regierung Vorträge zur älteren und neueren Kunstgeschichte und 1863 wurde er als Examinator an die Universität London berufen. 1869 erfolgte auf seine Initiative hin die Gründung eines deutschen Vereins für Wissenschaft und Kunst. Er lebte zu dieser Zeit ab 1866 aber bereits in Zürich in der Schweiz. Dies nach seiner Bewerbung als Professor für Kunstgeschichte am Eidgenössischen Polytechnikum. Hier gründete Kinkel die weltbekannten Sammlungen für Archäologie sowie für Kupferstiche. Preußens König Wilhelm I., Präsident des Norddeutschen Bundes, begnadigte im Jahr 1867 Kinkel und weitere Aktivisten der 48er-49er Revolution. Dies als nationale Versöhnungsgeste. Endlich durfte er nun, ohne Strafverfolgung befürchten zu müssen, sein geliebtes Vaterland wieder besuchen, seine Heimat Oberkassel am Rhein gegenüber von Düsseldorf. Er starb 1882 und wurde in einem Züricher Schenkungsgrab auf dem Friedhof Schiefeld zur letzten Ruhe gebettet. Auch in seinem Geburtsort Oberkassel steht für ihn ein Denkmal. Karl Schurz hielt sich noch anderthalb Jahre in Paris und in London auf, wo er seine Studien beendete. 1852 verlobte er sich dort zunächst mit der Hamburgerin Margarete Meyer. Kurz darauf heirateten beide. Gemeinsam gingen sie dann wenig später nach Amerika, wie es bereits vorher schon viele andere einstige Revolutionäre taten. Er sollte das Beispiel dafür werden, dass diese deutschen Emigranten Anteil am unaufhaltsamen Aufstieg der einstigen englischen Kolonie zur modernen Weltmacht hatten. Die Überfahrt ging für das Ehepaar Schurz nach New York. 1854 kauften sie sich dann im Bundesstaat Wisconsin in Watertown ihr Haus. Dort eröffnete Margarete Schurz 1856 den allerersten Kindergarten in den Staaten. Dies nach dem Vorbild von Friedrich Fröbel aus dem thüringischen Bad Blankenburg. Karl Schurz unterstützte in den USA den Wahlkampf von Abraham Lincoln, der ihn nach seinem Wahlsieg 1860 als 16. Präsidenten des Großen Landes dann zu seinem Sonderbotschafter machte. Er hatte großes Vertrauen in Schurz. Mit dem Amtsantritt von Lincoln begann der amerikanische Bürgerkrieg. Mehr als 200.000 deutschstämmige US-Bürger kämpften in diesem Krieg. Die meisten von ihnen auf der Seite der Union. Viele ihrer Offiziere hatten 48/49 auf Seiten der deutschen Revolution gestanden. Zu ihnen gehörte ab 1862 auch Karl Schurz. Er hatte den Rang eines Brigadegenerals der Nordstaatenarmee, kämpfte aber nicht nur auf dem Felde, sondern warb auch unter den Deutschamerikanern für die Union. Gemeinsam mit dem Präsidenten brachte er 1865 das Gesetz gegen die Sklaverei durch. Nach dem Sieg der Nordstaaten reiste Schurz 1867 nach Deutschland. Hier traf er sich mit Bismarck, um mit ihm über das Verhältnis der USA zum Norddeutschen Bund zu konferieren. 1869 wurde er Senator des Staates Missouri. Der 19. Präsident der Vereinigten Staaten, der Republikaner Rutherford Hayes, berief ihn 1877 zum Innenminister der USA. Unter anderem
setzte er sich für die Lösung der Indianerfrage ein. Hoch angesehen wirkte er im Sinne seiner freiheitlichen Geisteshaltung bis zu seinem Tode 1906. Beigesetzt wurde auf dem New Yorker Sleepy Hollow Friedhof. Noch heute verehren die Amerikaner Carl Schurz. An vielen Stellen im Lande kann man ihm geweihte Denkmäler finden. Selbst ein Park in Manhattan trägt seinen Namen. Und selbstverständlich ehrt ihn auch sein Geburtsort Liebla am Rhein, wo er 1829 in der preußischen Rheinprovinz geboren wurde. Ich denke schon, eine interessante Geschichte, die ich Ihnen erzählen konnte, die Flucht von Gottfried Kinkel und von Carl Schurz, konnte allerdings nur gelingen, weil es unter anderem auch ganz beherzte Mecklenburger gab, zum Beispiel die aus Rostock und aus Warnemünde. Und eine derjenigen, die geholfen haben, das war der Kaufmann, das war Brockelmann. Und genau hier, die Speicher hinter ihm, die gehörten auch zur Brockelmannschen Flotte. Ich bin nicht alleine hier. Ich habe mir Verstärkung gesucht, einen freundlichen, interessanten Kollegen. Das ist Axel Büssem. Axel, schönen Dank, dass du gekommen bist erst einmal. Und ich weiß ganz genau, du gehörst zur erweiterten Familie von Carl Schurz. Jawohl, und zwar der Großonkel meiner Großmutter väterlicherseits. Das war Carl Schurz. Gut, dann haben wir das auch sofort geklärt. Und nun lass mich fragen, seit wann weißt du eigentlich, dass du so einen interessanten Vorfahren hast? Na, das war bei uns natürlich Thema immer zu Hause. Ich bin ja auch aufgewachsen in Rastatt, in der Stadt, wo Carl Schurz ja schließlich seine Revolution geprobt hat. Und wir sind auch immer zum Beispiel spazieren gegangen an der Stelle, wo er dann aus der Kanalisation rausgekommen ist. Also es war für uns immer ein wichtiges Thema. Und in Rastatt ist Carl Schurz auch omnipräsent. Es gibt die Karl-Schurz-Straße, Karl-Schurz-Halle. Also das war, konnte man nicht verleugnen. Also die Familie ist stolz darauf. Carl Schurz wird geehrt. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Das machen nicht nur die Amerikaner, die ihm ja sehr viel zu verdanken haben. Gibt es da irgendwie eine Verbindung nach Amerika eurer Familie seit deswegen noch? Über Carl Schurz nicht. Ich habe noch einen Großonkel, der in Amerika gelebt hat und dessen Kinder. Da ist der Kontakt aber eingeschlafen und zur Familie Schurz haben wir leider gar keinen Kontakt. Lass mich aber fragen, in der Gewissheit, so einen Vorfahren zu haben, macht das stolz, sicherlich. Macht das vielleicht auch ein bisschen nervös, weil man eventuell von dir was ganz Besonderes verlangt? Nein, bis jetzt, seit das veröffentlicht wurde, wusste das ja in Rostock auch wahrscheinlich niemand, dass ich mit Carl Schurz verwandt bin. Und nein, ich fühle mich da nicht unter Druck gesetzt, aber durchaus angespornt in meinem Beruf. Ich bin ja selber auch Journalist bei der Ostsee-Zeitung. Und das ist schon eine gewisse Verpflichtung, so einen berühmten Vorfahren zu haben. Also Carl Schurz hat ja auch als Publizist gearbeitet und ja, da bleibt schon was hängen. Also mit anderen Worten, auch auf den Spuren seiner Revolutionsideen. Er war ja mit den anderen Revolutionären auch dafür eingetreten, freien Journalismus zu haben. Du bist bei der Zeitung, hast du erzählt. Wie bist du denn aber nun zu uns nach Rostock gekommen, hier aus dem gemütlichen Badener Land nach Rostock, wo es ein bisschen kühler ist? Ja, also auch wiederum unabsichtlich bin ich eigentlich auf den Spuren von Carl Schurz gewandelt. Ich bin, wie gesagt, aufgewachsen in Rastatt, in der Stadt, wo er gewirkt hat. Dann habe ich studiert in Berlin, wo er ja Kinkel aus der Zitadelle Spandau befreit hat. Und dann wiederum bin ich ihm auch gefolgt nach Rostock, wo mich die Arbeit hin verschlagen hat. Und jetzt bin ich hier seit 15, 17 Jahren und fühle mich auch sehr wohl hier. Das freut uns. Als Ur-Rostocker darf ich das gerne sagen. Dankeschön für diesen ganz kleinen Einblick in das Familienleben. Und dann wünsche ich dir bei der Arbeit alles Gute. Und vielleicht erfahren wir auch über dich in naher Zukunft noch mal ein bisschen mehr über die beiden, Kinkel und Schurz. Danke sehr. Und Ihnen sage ich Dankeschön für das Interesse. Wir sehen uns natürlich im nächsten Monat wieder. Da geht es in Richtung Schwerin. Auch die hatten interessante Gaststätten. Und da wollen wir uns ein bisschen erkundigen. Bis dann, bleiben Sie neugierig und alles Gute.